Hallo WWE-Universum, ich bin's mal wieder, Mr. IPC01, und zwar habe ich mir gerade zwei DVDs geholt. Einmal Kapitel Punishment 2011 und den Royal Rumble 2012. Ja, ich weiß, es ist ein weiter Sprung zwischen Kapitel Punishment und dem Royal Rumble, aber ich habe mir die DVDs jetzt einfach mal so mitgenommen. Ja, dann haben wir auch gleich mit dem Jahr 2012 schon mal angefangen. Ja, ist mein erster Pay-Per-View, den ich von 2012 bis jetzt habe. Ich werde mir die anderen auch noch bestellen. Ja, meine DVDs, die ich mir letzten Sonntag bei Silvervision bestellt habe, sind immer noch nicht da. Also am Sonntag vor einer Woche. Und ich habe mir da bestellt No Mercy 2002, Armageddon 2002, New Year's Revolution 2005, No Mercy 2005 und Survivor Series 2005. Ja, sind noch nicht gekommen, aber da wird es dann auf jeden Fall auch ein Unboxing geben. Und gleichzeitig meine Facebook-Premiere. Also ich bin jetzt schon länger auf Facebook, aber ich mache halt jetzt auch die Videos auf Facebook, da könnt ihr sie dann auch mitverfolgen. Ja, fangen wir an mit Kapitel Punishment. Der DVD war okay, also war jetzt nicht der beste Pay-Per-View des Jahres, aber kann man lassen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum das die DVD ab 18 freigegeben ist. Ja, die DVD ist von Silvervision. Ja, da ist halt jetzt das Preisschild drüber, aber macht jetzt auch nichts. Ja, so sieht es von der Seite aus, ziemlich cool finde ich. Gut, dann lesen wir doch gleich mal die Matches vor. Wir haben ein United States Champion Titel Match. Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler. Alex Riley vs. The Miz. Big Show vs. Alberto Del Rio. Intercontinental Champion Titel Match. Wade Barrett vs. Ezekiel Jackson. Rey Mysterio vs. CM Punk. World Heavyweight Champion Titel Match. Randy Orton vs. Christian. Evan Bourne vs. Jack Swagger. Und ein WWE Champion Titel Match, John Cena vs. R-Truth. Und Extras, Josh Matthews interviewt Christian. Dann, Sprachen sind Deutsch und Englisch. Laufzeit beträgt 2 Stunden und 50 Minuten. Ja, dann machen wir doch die Disc mal auf. Oder die DVD. Na, jetzt haben wir schon. Ja, ich bin nämlich gerade aus der Berufsschule zurückgekommen und deswegen raucht mir noch ein bisschen der Kopf. Aber egal. Ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. So, jetzt haben wir es. Also hier ist die Disc. So, hier ist wieder John Cena und Wade Barrett. Schauen wir mal, was mir da noch fehlt. Hier fehlt mir jetzt noch Over the Limit. Top 50 Superstars of All Time. WCW Monday Nitro. Also the very best of WCW Monday Nitro. Und die Steel Cage Matches. Hier hinten haben wir noch WWE 12, Bigger, Better, Better. Ja, ich muss mich jetzt schon ein bisschen beeilen wegen dem Akku, aber das macht jetzt auch nichts. Dann die zweite DVD, der Royal Rumble 2012, ist freigegeben ab 16 Jahren von Silvervision. Das ist das Preisschild drüber. Da ist das Zeichen hier unten. Ja, so sieht es von der Seite aus. Ziemlich cool, weil hier sieht man das Gesicht von Sheamus. Ich lese jetzt mal die Matches vor. John Cena vs. Kane. Dann haben wir ein WWE Champion Titel Match mit Special Guest Referee John Laurinaitis. Also CM Punk vs. Dolph Ziggler. Dann haben wir ein Triple Threat Steel Cage Match. Daniel Bryan vs. Mark Henry vs. Big Show. Und als Hauptmatch das 30-Mann Royal Rumble Match. Extras, Josh Matthews interviewt Daniel Bryan und Josh Matthews interviewt den Royal Rumble Sieger.
Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Laufzeit beträgt 2 Stunden und 46 Minuten. Ja, dann machen wir die DVD auch mal auf. Schauen wir mal, wie die DVD von innen aussieht. Ja, also hier ist die Disc. Sie ist black. Sieht ziemlich cool aus. Sowas gab es auch selten bei der WWE. Bis jetzt. Dann hier fehlen mir schon noch ein paar. Also Hell in a Cell, King of the Ring, also The Best of King of the Ring, die Survivor Series, die Live in the UK, Night of Champions. Ich konnte mich vorher nicht entscheiden, sollte ich Night of Champions mitnehmen oder lieber den Royal Rumble. Dachte ich mir, ich nehme lieber den Royal Rumble mit, weil den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Dann fehlt mir noch die OMG und die neue DVD von Stone Cold Steve Austin. Aber die werde ich mir alle auf jeden Fall auch noch holen. Und hier hinten ist wieder WWE 12. Ja, das war's dann von mir und von meinen beiden DVDs. Hier haben wir sie nochmal. Und ja, ich hoffe, jetzt kommen dann endlich meine DVDs von Silver Vision. Dann kann ich da auch ein Unboxing machen. Und meine Facebook-Premiere, wie gesagt. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren, kommentieren und bewerten und schreibt viele Kommentare. Ja, das war's dann eigentlich von mir und ich sag dann tschüss, bis dann.